Also die Aussage 1 bis 1 gleich 2, die kam dann auf Seite 379 irgendwann. Und aber es wurde respektiert, es war eine wichtige Arbeit. Und hat auch also für viel Diskussion gesorgt damals. Jetzt der nächste Akteur auf unserer Bühne ist Hilbert. Und David Hilbert ist irgendwie seltsam. Er ist einer der größten Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Aber meistens, wenn man von ihm hört, dann stellt er nur Fragen. Also wenn ihr irgendwie bekannt werden wollt als Mathematiker, dann verschwendet keine Zeit mit Antworten. Es langt nur, gute Fragen zu stellen. Ja, und was Hilbert eben gefragt hat, ist, oder wollte, in seinem sogenannten Hilbert-Programm, er wollte eine Sprache haben, um die Mathematik zu kommunizieren, in der jede mathematische Aussage hinschreibbar ist. Diese Sprache, dieses Kalkül, sollte vollständig und widerspruchsfrei sein. Das heißt, jede wahre Aussage kann ich beweisen. Also Beweis ist irgendwie folgt den Regeln, also Programmcode sozusagen. Und ob eine Aussage wahr ist, nicht jede wahre Aussage muss notwendigerweise beweisbar sein. Wenn ich irgendwie man nicht genügend Beweisschritte erlaube, wenn mein Programm nicht genug, wenn mein Library nicht genug Funktionen enthält, dann kann ich manche Sachen nicht machen, obwohl es eigentlich gehen müssten. Und er will halt eine Logik haben, die vollständig ist. Also alles, was wahr ist, kann man beweisen. Und widerspruchsfrei? Alles, was nicht wahr ist, kann ich nicht beweisen. Oder anders gesagt, ich kann nicht eine Aussage und ihr Gegenteil beweisen. Das war der zweite Wunsch. Und der dritte Wunsch in seinem Programm ist, er will eine Entscheidungsmethode. Das heißt, ein mechanisches Vorgehen, striktes Regeln abfolgen, Regeln folgen, um für eine beliebige Aussage zu entscheiden, ist sie wahr oder falsch. Heute würde man sagen, ein Algorithmus. Algorithmus, dem man eine beliebige mathematische Aussage geben kann und er sagt dir, die ist wahr oder falsch. Und auch noch richtig, natürlich. Das war das Hilbert-Programm, das hat viele Leute inspiriert und dran arbeiten lassen. Allerdings, das waren uns drei heftige Wünsche und die Welt ist nicht gut genug für diese Wünsche, denn irgendwann kam Gödel. Wir sehen, der ist jung und frisch und hat sich wohl nicht gescheut, die Sachen in Frage zu stellen. Und was er halt bewiesen hat, 1931, ist, das geht nicht. Also zumindest der zweite Wunsch geht nicht. Es gibt keine Logik, es gibt keine starke Logik, stark im Sinne von, wir hätten gern natürliche Zahlen und so Sachen, die man erst in Klasse lernt, die möchte man schon auch haben. Und keine Logik, die stark genug ist, um von natürlichen Zahlen zu reden, ist sowohl widerspruchsfrei als auch vollständig. Es gibt immer irgendeine wenn wir mal davon ausgehen, sie ist widerspruchsfrei. Wenn es nicht wäre, wäre es eh blöd. Dann gibt es irgendwelche Aussagen, von denen wir wissen, sie sind wahr. Aber wir können sie nicht innerhalb dieser Logik beweisen. Die Idee ist im Grunde, wir formalisieren die Aussage, diese Aussage ist nicht beweisbar. Wenn ich sie beweise, dann war es falsch, dann war meine Logik inkonsistent. Also kann ich sie nicht beweisen. Und es ist ein bisschen schwieriger, das auch hinzukriegen, dass es klappt, aber das hat Gödel gemacht und das war dann eine Enttäuschung für Hilbert und ein Schock für die Mathematiker, weil man halt irgendwie gesehen hat, okay, wir können uns noch so anstrengen, wir kommen nicht in dieses Paradies, wo man alles beweisen kann, was wahr ist. Okay, da war jetzt noch der dritte Wunsch. Also Hilbert wollte ja noch eine Entscheidungsmethode haben. Na gut, wir können wahr und falsch wahrscheinlich nicht mehr machen, aber gibt es noch eine Methode, die sagen kann, diese Aussage ist beweisbar? Das wäre noch denkbar. Ja, und leider nicht. Oder auch zum Glück, sonst könnte ich jetzt hier keinen Vortrag halten. Es kam nämlich dann Church. Und Church hat Lambda-Kalkül erfunden. Eigentlich wollte er Lambda-Kalkül einfach als Logik vorschlagen. Das ging schief, die war nicht widerspruchsfrei. Aber es hat zumindest dann später geholfen, um zu zeigen, dass das Entscheidungsproblem nicht lösbar ist. Das heißt, es gibt nicht mal einen Algorithmus, der mir sagen kann, ob eine mathematische Aussage beweisbar ist oder nicht. Das war 1935. Kurz drauf kam dann noch Turing ins Spiel. Kurz noch zur Lebensspanne von Turing. Zwei Sachen gibt es zu beachten, die ist ziemlich kurz. Das ist traurig, weil da war in der falschen Zeit ein Homosexueller und wurde
staatlich gemobbt, würde man heute sagen, musste sich zwangskastrieren lassen, war dann depressiv und hat sich umgebracht. Ich hoffe, dass sowas heute nicht mehr passiert. Hätte er weiter gelebt, hätte er gestern seinen 100. Geburtstag feiern dürfen. Und deswegen ist jetzt auch das 100. Jahr, also das Alan Turing 100. Geburtstagsjahr mit vielen Vorträgen und so. Daher auch dieser Vortrag. Turing hat 36 was veröffentlicht, was wahrscheinlich hier mehr Leute kennen. Und zwar seine Ergebnisse zum Halteproblem. Wer weiß, was das Halteproblem ist? Alle Informatikstudenten strecken. Was er gesagt hat ist, naja gut, wir haben hier so Turing-Maschinen. Die hat er nicht Turing-Maschinen genannt, das wurde später von anderen gemacht. Und es gibt keine Turing-Maschine, die entscheiden kann, ob eine andere Turing-Maschine anhält oder nicht. Und dieses Ergebnis hat er 36 auch benutzt, um zu zeigen, das Entscheidungsproblem ist nicht lösbar. Halt ein Jahr zu spät, da wusste man schon. Aber die haben sich trotzdem gut verstanden, Church und Turing. Und Turing hat dann gezeigt, dass seine Turing-Maschinen so gut sind wie das Lambda-Kalkül und andersrum. Und Church hat gesagt, dass ich war zuerst dran, aber ich bestätige, dass es eigene Ideen sind von ihm. Also sie haben sich praktisch den Ruhm geteilt. Soweit zu diesen Ergebnissen. Allerdings, und das ist vielen nicht so ganz bewusst, beide Ergebnisse, das von Church als auch das von Turing, basieren auf einer unbewiesenen Hypothese. Nämlich, Hilbert wollte ein Entscheidungsverfahren. Und natürlich, wann war das? 1920 rum, da gab es keine Computer. Seine Idee war, wir schreiben ein paar Regeln auf, setzen den Mathematiker an den Tisch und der befolgt diese Regeln, um dann irgendwie zu entscheiden, ob eine Formel wahr oder falsch ist. Aber jetzt sind Mathematiker noch nicht formalisiert, zum Glück. Das heißt, ich kann eigentlich keinen mathematischen Beweis darüber führen, dass es nicht einen Mathematiker geben kann, der, wenn er solche Regeln hat, die sich strikt befolgt, beweist, dass es stimmt. Das Problem ist halt, man hatte so Begriffe benutzt wie effektiv berechenbar. Das war halt so eine Idee, jeder wusste, was gemeint ist. Das sind so Sachen, die man halt nach strikten Regeln ausführen kann und so weiter. Aber Church hat ja nur gezeigt, naja, mit Lambda-Kalkül geht's nicht. Und Turing hat nur gezeigt, mit seinen Turing-Maschinen geht's nicht. Das heißt, sie haben beide nur argumentiert, dass alles, was effektiv berechenbar ist, also was wir als berechenbar intuitiv verstehen, kann auch vom Lambda-Kalkül oder von Turing-Maschinen gelöst werden. Damit es ein bisschen plausibler wird, hat Church gezeigt, dass sein Lambda-Kalkül so stark ist, wie was man damals als allgemein rekursive numerische Funktion debattiert hat, unter anderem mit Gödel. Hat halt gezeigt, was diese Funktionen können, kann man Lambda-Kalkül auch und andersrum. Und deswegen glaubt mir doch bitte, dass das alles ist, was man als berechenbar bezeichnen darf. Und da zitiere ich mal sein Paper. Er schreibt nämlich, "If this interpretation or some similar one is not allowed, it is difficult to see how the notion of an algorithm can be given any exact meaning at all." Also klingt doch schon irgendwie nicht sehr überzeugend. Und Gödel hat es auch dann eigentlich bezweifelt, dass das gilt, weil das Lambda-Kalkül nicht toll genug ist, heißt das nicht, dass man trotzdem nicht Mathematiker hinsetzen kann mit gewissen Regeln, die er strikt befolgt. Als dann Turing kam und seine Turing-Maschine vorgestellt hat, war dann Gödel irgendwie dann noch zufrieden. Irgendwie waren die Turing-Maschinen wahrscheinlich plausibler. Und seitdem spricht man von der Church-Turing-Thesis, die besagt, dass eben alles, was berechenbar ist, kann von der Turing-Maschine berechnet werden oder kann von Lambda-Kalkül berechnet werden. Aber eigentlich ist es keine These. Eigentlich ist es eine Hypothese, die wir halt glauben. Ja, soweit zur historischen Einschätzung. Jetzt geht's zur Tafel, weil jetzt kommt der Mathe-Teil. Wir schauen uns an, was das Lambda-Kalkül ist und warum daraus folgt, dass das Entscheidungsproblem nicht lösbar ist. Irgendwelche Fragen soweit? Okay, Lambda-Kalkül heißt, wir haben eine Menge von Lambda-Ausdrücken. Und die sind definiert wie folgt. Ich habe irgendeine Menge von Variablen. Wie die genau heißen, ist uns das wurscht. Das
wir werden es X und Z nennen, ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht, ich glaube F noch. Aber es soll eine ziemlich lang, große Menge sein mit ganz vielen Variablen. Und jede Variable, für die ist die Variable selbst schon ein vernünftiger Lambda-Term. Das ist ein großes Lambda, für die, die das Griechische noch nicht so gut können, und bezeichnet jetzt die Menge aller Lambda-Ausdrücke, die ich jetzt gerade hier mal definieren möchte. Also jede Variable ist schon ein Lambda-Ausdruck für sich allein. Dann kann ich, wenn ich zwei Lambda-Ausdrücke habe, die hintereinander schreiben, und das sind auch ein Lambda-Ausdruck. Und das heißt die Anwendung. Also man sagt, das ist der Lambda-Ausdruck M angewendet auf den Lambda-Ausdruck N. Und die, wo jetzt ganz hinten hocken und sich denken, was schreibt Christel davon? Hier vorne ist noch ganz viel Platz frei. Traut sich keiner. Aber dann gibt es noch eine dritte Art und Weise, wie ich meine Lambda-Ausdrücke zusammenbauen darf. Und das ist die Lambda-Abstraktion. Sei also M ein Lambda-Ausdruck, V eine Variable, sodass V frei in M ist. Sage ich gleich, was es ist. Und wenn das gilt, dann darf ich schreiben Lambda V, den Punkt mache ich nur zu für die Optik, Lambda V M. Frei heißt jetzt, dass die Variable vorkommt, also irgendwo ist so eine V, so ein V da drin und dann wird es irgendwie zusammengebaut und es ist nicht schon mal innen drin durch so ein Lambda gebunden worden. Ja, so baue ich Lambda-Ausdrücke zusammen. Und dann mache ich mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel ist das ein Lambda-Ausdruck x, ist eine Variable, und dann darf ich die Lambda abstrahieren. Das heißt, Lambda x davor schreiben. Und diesen Ausdruck nenne ich jetzt einfach mal i, da werde ich später vielleicht nochmal brauchen. Bisschen größerer Ausdruck wäre jetzt zum Beispiel, ich habe x, ist ein Lambda-Ausdruck, dann wende ich x nochmal auf x an, also schreibe ich xx und abstrahiere das x nochmal. Und das nenne ich klein Omega. Und dann noch ein drittes Beispiel wäre Lambda f, Lambda x, f von f von f von x. Dieses, also wenn ich sage f von, dann meine ich auch diese Abstraktion. Ihr merkt schon, das klingt so ein bisschen wie Funktionsanwendung oder Methodenaufruf. Aber an der Stelle sollte man versuchen, sich erstmal zu lösen von diesen ganzen Interpretationen, die man da vielleicht reinstecken kann. Weil noch ist einfach nur eine Menge von Ausdrücken, ohne irgendeine Bedeutung. Und das noch nicht mal C3. Okay, jetzt haben wir so eine Menge von Lambda-Ausdrücken, davon gibt es ziemlich viele. Aber damit spannend wird, möchte ich damit auch noch irgendwas machen dürfen. Und was ich damit machen darf, ist die sogenannte Beta-Reduktion. Und das kann man so schreiben. Wenn ich irgendwo in so einem Lambda-Ausdruck eine Lambda-Abstraktion habe, Lambda x m, und die wird angewandt auf irgendwas, auf n zum Beispiel, dann darf ich diesen Lambda-Ausdruck umformen, indem ich m schreibe und überall in m die Variable x ersetze durch n. Also das heißt jetzt hier in dem Ausdruck m wird jedes Vorkommen der Variable x ersetzt durch n. Und das war es auch schon. Gut, da brauchen wir auch ein Beispiel. Ja, Beispiel kommt nachher. Ein paar Begrifflichkeiten dazu. Okay, das ist ein Schritt der Beta-Reduktion. Wenn ich jetzt mehrfach diese Regel anwenden kann und auf diese Weise von m in mehreren Schritten zu n komme, dann schreibe ich auch m' mit so einem Sternchen oben dran, n, und sage, dass sich m zu n reduzieren lässt. Einfach als Begrifflichkeit, die wir vielleicht mal nachher brauchen. Und den weiteren Begriff, der dann nachher eine entscheidende Rolle spielen wird, ist die der Normalform. Ein Lambda-Ausdruck n ist in Normalform, das schreibe ich einfach mal so mit so einem Pfeil, den ich durchstreiche,
wenn ich diese Regeln nicht mehr anwenden kann, also wenn nirgendwo in dem Lambda-Ausdruck, das kann ziemlich lang sein, eine Kombination vorkommt von einer Lambda-Abstraktion, die auf irgendeinen Term angewandt wird. Das heißt, sowas heißt Redex. Wenn sowas nicht mehr vorkommt, dann ist der Lambda-Ausdruck in Normalform. Und dann kann ich noch sagen, was es heißt, dass ein Lambda-Ausdruck eine Normalform hat. Nämlich, wenn ich m reduzieren lassen kann, in mehreren Schritten, bis zu irgendeinem anderen Ausdruck n, und den nicht weiter reduzieren lassen kann, dann sage ich, dass m die Normalform n hat. Die Normalform ist eindeutig, das ist nicht offensichtlich, das muss man erst beweisen. Aber es liegt einfach daran, dass die Reihenfolge, wie ich hier so Sachen reduziere, wurscht ist. Also wenn ich mehrere zur Auswahl habe, dann kommt es gleich raus. So, jetzt möchte ich ein Beispiel bringen. Und zwar... Was ist das hier noch hin? Ja. Dieser Lambda-Ausdruck, ich mache vielleicht noch Klammern, dann ist klarer, was gemeint ist. Also C3, habe ich ja schon definiert, was es ist, angewandt auf I und das Ganze angewandt auf Z. Schreibe ich erstmal die Definition ab. Und dann will ich wissen, was denn davon die Normalform ist. Das ist so die entscheidende Frage. Das ist C3. Dann I und Z. Jetzt habe ich hier einen Lambda-Ausdruck, eine Lambda-Abstraktion, Lambda F geht bis hier und wird angewandt auf diesen Term hier. Das heißt, ich kann die Beta-Reduktion machen und stecke überall das hier rein, wo ein F steht. Also bleibt übrig Lambda X. Jetzt habe ich hier ein F, das heißt, da muss ich das schreiben. Jetzt wird es ziemlich viel. Angewandt auf nochmal dieses hier. Angewandt auf nochmal dieses hier. Und angewandt auf X, jetzt die Klammer noch zu, und Z. Ja. Nein, weil, was ich hier nicht ausdrücklich geschrieben habe, wenn ich mehrere Lambda-Ausdrücke in einer Reihe schreibe, dann meine ich damit, dass das so rumgeklammert ist. Das ist nicht das Gleiche. Also, wenn ich M, N, O habe, und ich klammere so rum, ist das was völlig anderes wie M, N, O. Und wenn ich die Klammern weglasse, meine ich das hier. Das ist übliche Konvention. Ist also wichtig. Sonst kommt was anderes raus und ja. Nachher ist dann egal, wenn wir Geschachtelte haben. Das sehen wir gleich. Jetzt machen wir erst noch diesen Lambda-Ausdruck hier. Oder jetzt, stimmt, an dieser Stelle wäre es egal. Ich kann mich entweder hier diesen Lambda-Ausdruck auf Z anwenden, oder diesen hier auf X, oder diesen hier auf dieses, oder diesen hier auf diesen Teil. Das ist wurscht. Fange ich von außen nach innen an, das heißt, ich mache jetzt erstmal löse dieses Z auf, das heißt, es bleibt übrig, Lambda X, X, angewandt auf Lambda X, X, angewandt auf Lambda X, X. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch ein Z vergessen, Z. Und wer jetzt nicht mehr lesen kann, das braucht sich nicht wundern. Aber ihr hört mir alle gut zu, deswegen wisst ihr, was da steht. Ja. Das haben wir ja aufgelöst. Wenn du hier das hier nochmal anschaust, wenn ich den Lambda-Ausdruck anwende, genau, das wird damit ausgeführt, um jetzt nochmal in eine Interpretation aufzurufen, die wir eigentlich nicht haben möchten. Die Variable verschwindet komplett. Hier drin verschwindet sie, oder hier, das F verschwindet, und der Lambda-Operator verschwindet auch. So, jetzt haben wir das hier aufgelöst, jetzt können wir hier noch hier innen drin anfangen aufzulösen, das heißt, es bleibt noch Lambda xx angewandt auf Lambda xx angewandt auf, wir setzen hier das x durch z, und dann noch einmal, und dann sind wir auch schon bald fertig. Und noch ein Schritt und Z. Und jetzt, offensichtlich, kann ich diese Regel hier nicht mehr anwenden. Sag mir, wenn da meine privaten Bilder kommen.
War es wichtig? Gut. Ah ja, das ist zu warten gewesen. Den habe ich geschrieben, nicht bekommen. Okay, wir haben also gerade gesehen, wie die Beta-Reduktion funktioniert. Wir haben ja gesehen, dass dieser Lambda-Term eine Normalform hat, und zwar z. Hat jetzt jeder Lambda-Term eine Normalform? Wenn das so wäre, dann wäre wieder langweilig, könnte ich wieder keinen Vortrag halten, weil dann gäbe es nichts zu zeigen. Aber es gibt Lambda-Ausdrücke, die haben keine Normalform. Ein einfaches Beispiel passt da noch hin. Wir haben mal das Omega da schon stehen. Wenn ich jetzt Omega auf Omega anwende, dann kann So, als nächstes brauchen wir jetzt Zahlen. Also wir haben vorhin schon gesagt, Church hat gezeigt, dass das Lambda-Kalkül so stark ist wie sogenannte numerische Funktionen. Numerische Funktion heißt jetzt hier Funktionen von den natürlichen Zahlen in die natürliche Zahlen. Also wir machen keine Konvergenzkriterien und sowas, keine Sorge. Das heißt, wir brauchen erstmal Zahlen. Wie kann ich jetzt eine Zahl darstellen im Lambda-Kalkül? Da gibt es die sogenannte Church-Kodierung. Und zwar, für jede natürliche Zahl, die hier kreativerweise mal i heißt, definiere ich mir einen Lambda-Ausdruck ci. Und c3 haben wir schon gesehen gehabt. Das allgemeine Muster ist folgendes. Lambda f, Lambda x, und dann f angewandt auf f angewandt auf und so weiter, angewandt auf x. Und wir haben genau i viele Anwendungen von f. Das ist ein Lambda-Ausdruck, der unserer Regel entspricht. Der ist sogar in Normalform, das ist wichtig für später. Und es sind verschiedene für alle natürlichen Zahlen. Und man kann sich jetzt nochmal ausnahmsweise mal überlegen, was das bedeuten würde, wenn jetzt f sowas wäre wie eine Funktion und x sowas wäre wie ein Wert, also wie man es vom Programmieren kennen würde. Dann ist der Lambda-Ausdruck, der die Zahl 42 darstellt, eine Funktion. Die kriegt ein f und ein x und wendet f 42 mal auf x an. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass damit kann man irgendwie so rechnen. So Addition und so, das geht dann vielleicht irgendwie. Das heißt, wir haben jetzt die natürlichen Zahlen. Als nächstes brauchen wir noch für die rekursiven Funktionen, dass wir halt irgendwie Funktionen darstellen. Also wenn f eine Funktion ist von den natürlichen Zahlen in die natürliche Zahlen, dann sage ich, dass der Lambda-Ausdruck groß f diese Funktion repräsentiert, sozusagen, wenn gilt, dass der Lambda-Ausdruck fci sich reduzieren lässt zu cj für alle natürlichen i und j. Ich glaube, da... Ja doch, da mache ich mal ein ganz anderes Beispiel. Der Lambda-Ausdruck Lambda C, Lambda F, Lambda X, C, F, F von X, stellt eine Funktion dar, nach dieser Definition, nämlich die Funktion, die eine Zahl um 1 hochzählt. Also es nimmt eine Zahl. Und was hier folgt, hat wieder die Form von so einer Zahl und es wendet f einmal so oft drauf an, wie in c steckt, aber dann noch einmal mehr. Also so kann man rechnen. Will ich auch gar nicht sagen, ins Detail gehen, wie man es damit genau berechnet. Müssen wir nur glauben, dass das geht. Wir werden hier nicht rechnen müssen. Was wir aber machen müssen, und jetzt wird es langsam ein bisschen verknotet im Kopf, wir haben Zahlen dargestellt als Lambda-Ausdrücke. Jetzt möchten wir noch Lambda-Ausdrücke als Zahlen darstellen. Und zwar möchten wir einfach alle Lambda-Ausdrücke durchzählen. Möchten jeder eine Nummer zuweisen. Da nimmt man dann sowas wie die Gödel-Nummerierung. Die Details sind eigentlich nicht wichtig, aber es ist eigentlich ein netter Trick. Die Gödel-Nummerierung, ich nenne es jetzt einfach mal G von einem Lambda-Ausdruck, zum Beispiel von Lambda x, 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 also von unserem Omega, lässt sich dann definieren als
2 hoch 11 mal 3 hoch 1 mal 5 hoch 17 mal 7 hoch 17. Und wer jetzt denkt, ich verarsche euch und male einfach nur komische Zahlen hin, der wird gleich eines Besseren belehrt. Das ist halt auch eine 17 und 13 hoch 13. Also die Idee hin ist so eine Codierung. Wie gesagt, wir brauchen sie nicht. Ich will es einfach nur mal erwähnen, wie das funktioniert, weil es eigentlich ganz lustig ist. Wir möchten hier einfach alle Informationen, die hier drin stecken, in einer Zahl drin haben. Dazu nehmen wir Primzahlen. Und jede natürliche Zahl lässt sich ja in Primfaktoren zerlegen. Das heißt, die Potenz von der ersten Primzahl sagt mir, was das erste Zeichen ist. Die Potenz von der zweiten Primzahl sagt mir, was das zweite Zeichen ist. Die Potenz von der dritten Primzahl sagt mir, was das dritte Zeichen ist. Und dann ist halt so Konvention, 11 ist die öffnende Klammer, 1 ist ein Lambda, 17 aufwärts sind die Variablen, 13 ist die schließende Klammer. Und so kriege ich zu jedem Lambda-Ausdruck eine Zahl. Und das kann ich auch rückgängig machen. Ich muss nur Primfaktorzerlegung machen, also Aufwand ist jetzt egal. Die Potenzen anschauen und weiß ich, was das für Dinger sind. Dann sieht man nebenbei übrigens noch, dass die Menge der Lambda-Ausdrücke abzählbar ist, weil ich habe offensichtlich eine injektive Funktion in den natürlichen Zahlen. Aber wie gesagt, die Details sind gar nicht so spannend. Was wir einfach nur wissen müssen, ist, wir haben so eine Abbildung G von den Lambda-Ausdrücken in die natürlichen Zahlen. So, brauche ich da drüben ein bisschen Platz. Okay, jetzt wo wir Lambda-Ausdrücke als Zahlen dargestellt haben können, können wir ja normale numerische Funktionen definieren, die was mit Lambda-Ausdrücken machen. Also sozusagen, naja, man könnte sagen, einen Interpreter schreiben als mathematische Funktion. Und das hat halt dann Church auch irgendwie versucht und mit seinen Leuten und hat ein paar Sachen festgestellt, von denen er weiß, die kann man machen mit den Lambda-Ausdrücken als berechenbare Funktion. Berechenbar ist wichtig, also Sachen, die man dann wirklich auch ausführen kann. Zum Beispiel ist die Funktion, die eine natürliche Zahl nimmt und dann entscheidet, ob das, okay, das kann ich auch noch sagen, ich hoffe, es lenkt mich nicht zu arg ab. Die Funktion, die eine natürliche Zahl nimmt und entscheidet, ob die Zahl einen Lambda-Term kodiert oder nicht, also nicht alle Zahlen sind ja gültige Lambda-Ausdrücke, die ist berechenbar. Wie gesagt, man muss Primfaktorzerlegung machen, man schaut sich die Sachen an, schaut, ob die Klammern stimmen. Das ist zwar wahrscheinlich total aufwendig zu machen, aber es geht. Das kann man als ausführbare Funktion definieren. Ebenso kann ich sowas machen wie zum Beispiel, ich nehme eine natürliche Zahl, kodiere sie als Lambda-Ausdruck und dann wieder eine Zahl draus machen nach dieser Kodierung. Das ist auch berechenbar. Also nochmal zur Verdeutlichung, wir konvertieren zwischen natürlichen Zahlen und der Gödel-Nummerierung der Church-Kodierung dieser Zahl. Alles klar? Gut. So, jetzt kann man noch weitermachen und ein paar Sachen uns überlegen, die dann berechenbar sind, also die man hinbekommt als Funktion. Zum Beispiel kann ich eine Zahl nehmen, die Lambda-Ausdruck kodiert. Und dann schreibe ich hier mal den Lambda-Ausdruck so hin. Und dann mache ich eine Einschrittreduktion, zum Beispiel immer vom ersten reduzierbaren Stückchen. Und dann kommt n raus und das gebe ich zurück. Natürlich wieder als Zahl. Also alles hier sind Funktionen von natürlichen Zahlen in den natürlichen Zahlen. Ich kann also die Beta-Reduktion implementieren. Jetzt schauen wir doch ein bisschen arg wieder auf den Bildschirm. Also die Beta-Reduktion ist auch berechenbar. Das muss man alles beweisen, das machen wir natürlich hier nicht. Das glauben wir jetzt einfach mal. Wenn ich die Beta-Reduktion berechnen kann, dann kann ich sicherlich auch berechnen, ob eine kodierte Lambda-Ausdruck
in Normalform ist. Das, da muss ich einfach nur durchschauen, ob da irgendwo was Reduzierbares steht. Ja, wenn das geht, dann geht doch vielleicht auch das hier. Ich schreibe es mal so formal hin, aber ich glaube, besser versteht ihr, wenn ihr hört, was ich sage. Und zwar, gegeben ein Lambda-Term, kodiert als Zahl, hat dann der Lambda-Ausdruck, der davon kodiert wird, eine Normalform. Also lässt es sich reduzieren zu einem n, sodass das n in Normalform ist. Die Frage ist jetzt, gibt es so ein n? Ist diese Funktion auch noch berechenbar? Und das ist die eben nicht. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Alles vorher konnten wir berechnen. Also alles von, da konnte man eine Funktion hinschreiben und dann irgendeinem Schüler geben, der mit Zahlen rechnen kann und dann hockt er eine Weile, wahrscheinlich eine ziemlich lange Weile, in beiden Sinnen des Wortes, und dann konnte er aber berechnen, was ist denn die Beta-Reduktion von einem Lambda-Term? Ist der Lambda-Term in Normalform? Aber wenn wir versuchen, so eine Funktion zu definieren, die das hier macht, berechenbar, dann scheitern wir. Und dass es so ist, hat eben Church bewiesen. Das war eigentlich auch die das Hauptresultat von seinem Paper. Deswegen heißt es auch An Unsolvable Problem of Number Theory. Also im Titel hat gar nichts mit Entscheidungsproblem zu tun. Das war dann nur so eine Folgerung. Ja, und den Beweis möchte ich jetzt noch skizzieren. Okay, also wie macht man so einen Beweis als Mathematiker? Wir möchten sagen, irgendwas gibt's nicht, dann nehmen wir an, es gibt's. Und wenn wir herausfinden, da ging was schief, dann war die Annahme falsch. Klassischer Widerspruchsbeweis. Das heißt, wir nehmen an, diese Funktion wäre berechenbar. Und denkt dran, was nach Church-Turings These gilt. Wenn es berechenbar ist, gibt's einen Lambda-Ausdruck, der das ausführt. Also der Lambda-Ausdruck, richtig. Also der Einwand war, wenn ich hier schreibe, g hoch minus 1 von n, dann ist das nicht mein Lambda-Ausdruck. Stimmt, ist korrekt. Ich wollte es einfach nur nicht komplizieren mit irgendwelchen Fallentscheidungen. Die Idee ist halt, man kann es erkennen, und wenn es nicht der Fall ist, dann kann ich irgendwie 0 ausgeben. Nee, 0 darf ich nicht. 0 ist keine natürliche Zahl damals. Nur ist inzwischen. 0 wurde natürlich seitdem. Kann ich 1 ausgeben. Macht ja auch nichts. Okay, angenommen, ich habe so eine Funktion, die mir entscheidet, ob es für einen Lambda-Ausdruck eine Normalform gibt. Dann kann ich noch ein bisschen abwandeln, kann ich sagen, es gibt eine Funktion, die schaut, ob ein Lambda-Ausdruck als Normalform eine von den Church-Kodierungen hat. Also eine von den natürlichen Zahlen, die ich jetzt hier weggewischt habe. Also ein CI. Also ich kann überlegen, reduziert so ein Lambda-Ausdruck M zu CI für irgendeinen. Natürlich ist Zahl i. Das ist dann auch berechenbar. Das klingt plausibel. So, was wir jetzt auch noch haben und was man auch beweisen muss, was jetzt hier nicht kommt, wir haben eine Aufzählung aller Lambda-Ausdrücke mit Normalform. Also Aufzählung heißt, wir haben eine Folge. A, n zum Beispiel. Da kommt jeder Lambda-Ausdruck irgendwann vor, der eine Normalform hat. Das ist berechenbar. Ist nicht ganz offensichtlich, warum das so ist. Aber es geht. Also ich meine, alle Folgen von Buchstaben sind aufzählbar. Das heißt, ich kann schon mal eine Normalform aufzählen. Ich kann ja prüfen, ob was eine Normalform ist. Und dann kann ich auf eine Normalform praktisch Beta-Reduktion rückwärts machen. In allen Möglichkeiten, das wird furchtbar viel. Aber irgendwann kann ich die alle aufzählen. Das heißt, ich habe eine Nummerierung von allen Lambda-Ausdrücken mit Normalform. So. Was ich also jetzt machen kann, ist, ich kann den n-ten Lambda-Ausdruck mit Normalform nehmen. Ich kann ihn auf cn anwenden. Ich kann schauen, ob nachher ein ci rauskommt. Und dann gebe ich i plus 1 zurück. Und ansonsten gebe ich 1 zurück.
Und das ist eine berechenbare Funktion, die nenne ich jetzt e von n. Also alle Komponenten, die ich benutzt habe, diese Aufzählung ist berechenbar, überlegen, ob sowas hier als Normalform hat, ist berechenbar. Das heißt, e, jetzt als Funktion von natürlichen Zahlen, ist berechenbar. Weil es berechenbar ist, gibt es einen Lambda-Ausdruck e, der diese Funktion implementiert. Und, das folgt aus dem technischen Lemma, e hat eine Normalform. Und weil dem so ist, ist e irgendein an. Wir haben ja gesagt, an enthält alle Lambda-Ausdrücke mit Normalform. So, was wir jetzt noch machen müssen ist, wir wenden e auf cn an. Jetzt wissen wir, dass e gleich an ist. Wir wenden e auf cn an und weil e so eine Funktion von natürlichen Zahlen zu natürlichen Zahlen ist, reduziert es zu irgendeinem ci. Per Definition, was es heißt, dass ein Lambda-Ausdruck eine Funktion darstellt. Jetzt wissen wir, das muss ein Pfeil sein, dass e gleich an ist. Das heißt, auch das hier muss gelten. An, angewandt auf cn, reduziert zu ci. Aber das steht auch gerade hier in diesem Definition von der Funktion e. Also wenn das gilt, dann gilt sicherlich e von n gleich i plus 1. Steht er da. Und wenn das gilt, dann gilt e von cn per Definition, dass es halt sowas implementiert, gleich ci plus 1. Und das ist jetzt ein Widerspruch. Denn Normalformen sind eindeutig. Ci und ci plus 1 sind verschiedene Lambda-Ausdrücke. Das heißt, irgendwas kann nicht stimmen. Und da, wenn wir sonst keinen Fehler gemacht haben, kann das Einzige, was nicht stimmen kann, ist die Annahme. Und die Annahme war, es gibt eine solche Funktion. Als berechenbare Funktion. Und damit konnte Church zeigen, es gibt tatsächlich Probleme, die man nicht berechnen kann. In dem Fall halt hat ein Lambda-Term eine Normalform. Was hat das jetzt mit dem Entscheidungsproblem zu tun? Im Entscheidungsproblem war ja die Frage, ob es einen Beweis gibt für den Ausdruck. Und da möchten wir jetzt noch schauen, warum es dann noch daraus folgt. Aber da mache ich erstmal Platz. Okay. Wir möchten zeigen, dass jede Logik, die stark genug ist, von natürlichen Zahlen zu reden und von rekursiven Funktionen und damit auch stark genug, um solche Sachen zu machen, dass die nicht oder über solche Sachen zu reden, so, dass es dafür kein Entscheidungsverfahren gibt. In so einer Logik kann ich sicherlich so vom Aussagen treffen, dass eine Zahl ein gültiger Lambda-Term ist. Ich kann die Beta-Reduktion als Formel darstellen, also die halt aussagt, als Prädikat Zahlnummer so und so lässt sich zum zweiten zur Zahl, also n lässt sich zu m Beta reduzieren, als Lambda-Ausdruck aufgefasst. So, das kann ich definieren. Ich rede jetzt gerade nicht vom Ausführen, aber vom Definieren. Transitive Hülle kann ich auch definieren, das ist einfache Übung, also die Sternchen auf dem Pfeil. Das heißt, es gibt eine Formel Phi in unserer Logik. Und wie die Logik jetzt genau aussieht, das ist auch nicht so spannend. Und dieses ist genau dann wahr, das ist Zeichen für eine Aussage, ist wahr, wenn das hier gilt. Also wenn es eine Normalform hat. Ja, ich schreibe einfach hin. Wenn der Gödel kodierte Ausdruck davon eine Normalform hat. So, das ist jetzt eine Aussage innerhalb der Logik über eine Zahl. Jetzt gibt es zwei Fälle. Ah, ich glaube, ich schreibe das anders. G von n und dann hier, ja. Ich mache es nochmal neu.
Also wir haben eine Formel Phi, die ich anwenden kann auf die Gödel-Kodierung eines Lambda-Ausdrucks. Und die ist genau dann wahr, wenn n eine Normalform hat. So, jetzt gibt es zwei Fälle. N hat eine Normalform. Aber dann kann ich ja beweisen in der Logik, dass Phi stimmt. Das ist das Zeichen für beweisbar. Und so ein Beweis, das würde halt irgendwie alle Schritte der Reduktion angeben und zeigen, das ist immer ein einfacherer Reduktionsschritt dazwischen und das Ergebnis ist in Normalform. Das sind alles Sachen, die wir formulieren können. Das heißt, in so einer Logik gibt es einen Beweis dafür, dass es eine Normalform hat. Das ist nicht so tief, der Gedanke. Im anderen Fall, n hat keine Normalform. Wenn die Logik konsistent ist, dann kann ich auch nicht beweisen, weil ich kann keine falschen Sachen beweisen. Das heißt, ich kann nicht beweisen, dass n eine Normalform hat. So, soweit als Vorbereitung. Jetzt wollen wir zeigen, es gibt keinen Entscheidungsmechanismus, keine Entscheidungsmethode. Also kein Algorithmus, der für beliebige Formen sagt, ob sie entscheidbar sind. Ja, und damit sind wir wahrscheinlich schon fertig. Denn angenommen es gäbe, wieder Widerspruchsbeweis, angenommen es gäbe so eine Methode, dann kann ich einen Lambda-Term hernehmen, kann diese Formel hier hinschreiben, kann die in die Maschine stecken, die Maschine sagt, beweisbar oder nicht beweisbar, wegen diesen Implikationen weiß ich dann, hat eine Normalform oder keine Normalform, und habe damit doch eine berechenbare Methode, um dieses Problem zu lösen. Also wäre das Entscheidungsproblem lösbar, dann gäbe es eine berechenbare Methode, um festzustellen, ob ein Lambda-Ausdruck eine Normalform hat oder nicht. Weil das geht ja gerade nicht, hat der Church gezeigt. Wenn es es gäbe, dann hätten wir einen anderen Widerspruch. Ja, und das war's auch schon. Aus diesem Grund braucht man weiterhin Mathematiker, weil irgendwann muss die Beweise doch noch machen. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags.